Mittelalter. Im Mittelalter lebte ein Großteil der Bevölkerung auf dem Land. Und dennoch war dies die Epoche der Stadtgründungen. Um 1150 herum gab es bereits 200 Neugründungen. Und um 1500 gab es auf den deutschsprachigen Gebieten ca. 4000 Städte. Eine davon war Frankfurt. Frankfurt am Main war eine der Top-Adressen in dieser Zeit. Als freie Reichsstadt war sie nur dem Kaiser unterstellt. Anziehungspunkt waren die jährlichen Handelsmessen mit Waren aus aller Welt. Sie machten die Metropole zum Kaufhaus der Deutschen. Der Stadtsäckel war prall gefüllt, die Steuern flossen reichlich, vor allem in die Reichskasse. Viele Frankfurter kannten aber auch die Schattenseiten. Hunger und Krankheiten waren genauso Alltag wie Messe und Markt. Aber woher kam dieser Erfolg? Nun, zunächst einmal durch den Spruch »Stadtluft macht frei«. Denn wenn ein unfreier Bauer, der zum Beispiel seinem Grundherrn entlaufen war, es geschafft hat, ein Jahr und ein Tag in der Stadt unbehelligt zu leben, dann durfte sein Herr ihn nicht mehr zurückfordern. Die Stadt bot natürlich auch Schutz und sie bot eine vielfältige Sozialstruktur. Sie bot die Möglichkeit einzukaufen bei Händlern, bei Metzgern und so weiter. Und es entstand so allmählich auch ein neuer Stand, nämlich das Bürgertum. Der Bürger, der hatte viele Vorteile gegenüber anderen Lebensformen, denn er durfte Besitz haben, er durfte diesen Besitz auch an seine Kinder vererben, er durfte heiraten, wen er wollte und er durfte, je nach eigenem Einkommen, eventuell auch über die Geschicke der Stadt mitentscheiden. Außerdem bot die Stadt weitere Innovationen, zum Beispiel das Schulwesen, das sich allmählich herauskristallisierte, bis hin zu neuen Medien wie dem Buchdruck. Natürlich gab es bei all diesen aufstrebenden Elementen auch Schattenseiten. Es gab sogenannte Randgruppen innerhalb der Stadt. Und das ist unser Thema in dieser Folge. Schauen wir uns doch zunächst einmal den sozialen Aufbau einer Stadt an. An der Spitze der sozialen Pyramide stand der adlige oder geistliche Stadtherr. Ebenfalls zur Oberschicht gehörte das Patriziat, also die Fernhandelskaufleute, die Ministerialen, also die hohen Beamten. Darunter kam die Mittelschicht, das waren die Handwerker, es waren kleinere Kaufleute und Krämer sowie niedere Beamte. Darunter die Unterschicht, Arbeiter, Dienstboten, Angestellte im unteren Bereich, Tagelöhner. Und schließlich am Ende dieser Pyramide die unterständische Schicht und um die geht es uns ja heute in dieser Folge. Die Stadt war auch räumlich nach diesen Ständen getrennt. Rund um Kirche und Rathaus im Zentrum gruppierten sich die Häuser der Patrizier. Weiter entfernt wohnte der Mittelstand. Die Armen lebten an der Stadtmauer auch schon deshalb, weil sie sich eine Wand in ihrer Behausung sparen konnten und nur noch ein Dach und vielleicht zwei, drei Wände dazu bauen mussten. Ja, und die Handwerker, die hatten ihre eigenen Viertel, zum Beispiel in Frankfurt am Main. Die Stadt war klar geordnet. Fast jeder lebte dort, wo er arbeitete. Die Weber nah am Markt, wo sie Wolle kaufen konnten, die Gerber und Färber am Rand der Stadt, weil es bei ihnen übel roch. Direkt am Fluss wohnten die Metzger. Sie brauchten Wasser für das Einkochen der Wurst und die Reinigung ihrer Werkzeuge. In einer mittelalterlichen Stadt galten bestimmte Gewerbe als unehrlich, also unehrenhaft. Dazu gehörten zum Beispiel die Müller, die Leinenweber, die Bader, Barbiere, ja, sogar die Chirurgen. Woran lag das? Das kam von den Zünften, also den Handwerkervereinigungen, denn die wollten sich auf diese Weise nach außen hin abschotten und unliebsame Konkurrenz loswerden. Wer auf jeden Fall zu den unehrlichen Berufen gehörte, waren der Henker. Ab dem 13. Jahrhundert gab es diesen Beruf sogar offiziell. Warum war er unehrenhaft? Weil es als Sünde galt, Menschen zu töten, auch wenn man sie als Scharfrichter in jeder Stadt benötigte. Einen Ausweg gab es für die Henker, denn wenn sie auf eine Bußwallfahrt gingen, dann konnten sie sich von dieser Sünde reinwaschen. Aber Achtung, sie durften dann nicht in einer anderen Stadt noch einmal neu ihr Gewerbe ausüben. Zu den unehrenhaften Berufen gehörten auch die Abdecker oder Schinder, die tote Tiere verwerteten. Sie vergruben die nicht verwertbaren Reste, verbrannten sie vielleicht auch, lieferten Knochen an die Seifensiedereien, Häute an die Gerbereien und verfaultes Fleisch an die Salpetersieder. Ja, und ebenfalls unehrlich war natürlich der Totengräber, dem man sogar Hexerei nachgesagt hat. Es gab Gerüchte, die Totengräber bereicherten sich an den Grabbeigaben und Kleidern der Toten. Ja,
Sie würden sogar die Särge wieder ausgraben und das Holz als Brennholz benutzen. In einigen Städten waren die Totengräber auch für die Reinhaltung der Abwasserkanäle zuständig. Und eine Zeit, in der es ihnen finanziell richtig gut ging, das war die Zeit der Pest. Am Rand der Gesellschaft standen auch die Prostituierten. Das älteste Gewerbe der Welt galt schon immer als ein Übel, das man einfach nicht verhindern konnte. Seit dem 14. Jahrhundert gab es in einigen Städten, zum Beispiel in Köln oder in Leipzig, sogenannte Frauenhäuser. Sie unterstanden dem Rat bzw. einem vom Rat dafür Beauftragten. Na, und da gab es natürlich zwei schöne Vorteile. Auf der einen Seite konnte man die Frauen, aber auch ihre Freier, beobachten und kontrollieren. Und man bekam ein bisschen Gebühr in den Stadtsäckel. Also Doppelmoral schon damals. Die Prostituierten mussten sich nach außen hin kennzeichnen durch grelle Farben, die von Stadt zu Stadt variierten, zum Beispiel gelbe Schleier oder rote Kappen und so weiter. Während des Konstanzer Konzils zwischen 1414 und 1418 soll es in der Stadt am Bodensee 400, manche Quellen sprechen sogar von 700 sogenannten Hübschlerinnen gegeben haben. Und noch heute erinnert daran ein Denkmal von Peter Lenk an der Hafeneinfahrt von Konstanz. Das könnt ihr hier neben mir sehen. Man sollte nun meinen, dass die Bettler auch eine städtische Randgruppe waren. Aber dem war zunächst nicht so. Denn das Betteln war oft ein notwendiger Zusatzerwerb für die Armen. Und Armut wiederum war nichts Verwerfliches, sondern eine christliche Urtugend und gab den Besserverdienenden die Möglichkeit, Werke der Barmherzigkeit zu tun. Zu den Besitzlosen kamen dann noch die hinzu, die wegen körperlicher Gebrechen oder wegen ihres Alters nicht mehr arbeiten konnten. Doch langsam entwickelte sich auch ein gewisser Missstand. Denn so manche, die gaben ihr Gebrechen einfach nur vor, spielten den Behinderten. Und in den großen Städten entwickelte sich ein Bettlerunwesen, sodass der Rat darauf reagierte mit Bettelordnungen und mit dem Einsetzen sogenannter Bettelvögte. Das waren oft Personen aus diesem Stand, die dann die Aufgabe hatten, für Ordnung zu sorgen. Und im 15. Jahrhundert kennen wir dann sogar die ersten Anzeichen dafür, dass die Bettler sich selber in sogenannten Bettelgilden organisiert haben. Das war ein kleiner Ausschnitt aus der Geschichte des Mittelalters. Wenn ihr mehr erfahren wollt, es gibt eine Playlist auf diesem Kanal dazu. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr den ganzen Kanal hier abonnieren würdet.